Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk Phantom Liberty. Wir gehen nochmal aus dem Club. Oh, Daddy. Daddy Hands. Nein, er hat abgesperrt. Penner. Ist das Bambus? Oh, ich liebe Bambus. Bambus ist die beste Pflanze. Oh, ich will zur Schlüsselkarte. Also sein Club ist wirklich cool. Ich hoffe, wir werden Stammkunden. Ihr solltet hier nur mal ein bisschen ausbessern. Aber also dafür, dass Dogtown ist, ist hier noch alles relativ. Sind das Schuhe? Intakt. Aha. So, Zaron. Was zur Hölle, Chumba? Hab noch zwei Hey, Vorsicht! Entschuldigung. Das Kleid will ich in rosa. Oh, ich will VIP sein. Boah. Ich brauche ein Nicker. Nur ganz kurz. Dann zieh deine Klamotten aus und leg dich hin und schlaf. Ich will nämlich die Klamotten haben. Ziemlich vorlaut. Das muss man dir lassen. Hat die gerade gesagt, ich bin vorlaut? Ich glaube, es hackt. Was ist das da oben? Hm. Hallo. Viele Mietmuskeln. Habt ihr wichtige Kunden aus der Stadt? Mhm, fast jeden Tag. Zu uns kommen alle möglichen Leute, die ihre Geschäfte in Ruhe und Frieden regeln wollen. Außer bei uns geht das hier kaum. Bin ich die Einzige, die jetzt das Bedürfnis hat, What's in your head, Zombie, zu singen? Entschuldigung, die sieht genauso aus wie aus dem Musikvideo. Was habt ihr auf der Karte? Nur leckere Sachen. Sie selbst. Okay, zeig mal. Hä, du stehst gar nicht auf der Karte. Entschuldigung. Achso, das waren meine Sachen. Hm. Ja, du. Nee. Tschüss. Wieso tanzt mit mir keiner? Ich habe vielleicht nicht die besten Tanzmoves drauf. Ich will deine Schuhe. Gibst du mir deine Schuhe? Okay, dann halt nicht. Wir gehen. Die sind alle unfreundlich. Tschüss! Oh, da steht ja Gott sei Dank mein Auto. Ich sag's dir schon. Ich brauch das Chrom und zwar gestern. Ohne Implantat kein Auftrag. Das findest du. Wow. Das ist einfach Gold innen drin. Sieht voll nach Aufrüstung aus. Wow. Oh, das Lied ist so gut, ne? Reed, hab den Datensplitter von Hans. Unser goldenes Ticket ins Black Sapphire. Perfekt. Schick mir die Daten. Keine Sorge, die Verbindung ist sicher. Hier, ist unterwegs. Und angekommen. Ich gebe das an Alex weiter. Wenn du soweit bist, treffen wir uns in The Moth. Sollte ich noch nicht da sein, warte auf mich. Bis dann. Bitte lass mich ganz lange fahren müssen, ich will das Lied hören. Wir fahren jetzt einfach richtig brav. I love everyone equally. The discord in your symphony. I love it.
Ich fahre genauso, wie das Auto das sagt. Ich glaube nicht, dass ich hier richtig bin. Wo bin ich? Hallo? Au. Wow! Was ist das für ein Look? Lina Marlina, ein hiesiges BD-Sternchen, behauptet, dass sie entführt wurde und derzeit gegen ihren Willen in einem BD-Verleih namens Brainporium festgehalten wird. Lina braucht einen Söldner, der sie aus den Fängen ihres Entführers befreit. Das wäre an sich ein glaubhafter, gewöhnlicher Auftrag, bis auf die Tatsache, dass ich die Identität der Kundin feststellen konnte. Die Daten, die ich von ihr erhalten habe, widersprechen an mehreren Stellen den Informationen, die ich von verlässlichen Quellen habe. Von daher werde ich in diesem Fall nicht den Vermittler geben. Aber falls es dich interessiert, hier sind die Koordinaten, die sie mir geschickt hat. Ich mache es derweil wie die Römer und wasche mir die Hände in Unschuld. Lina Wehr, nie gehört. Ich habe es ja eher mit so Achtsamkeit-BDs und Scop-Grill-Wettbewerbe sind auch total mein Ding. Das nenne ich mal echte Unterhaltung. Mhm. Nun ja, sie ist eine Braindance-Sternchen, das kontroverse Aufnahmen mit einem Gefolge von Scavengern macht. In den BDs geht es meistens um Partys und Schießereien. Alles nicht besonders originell, wenn du mich fragst. Na dann. Listen up. Other day, heard some chrome jock preaching to high heaven about Kurt Hansen. Praising him for the protection he extends over all those seeking refuge in Dogtown. Well, can somebody please tell me if we're all so down? Ich bin einfach ausgestiegen worden. Ich durfte nicht mehr. Also ich bin nicht selbst ausgestiegen. Ich wurde wirklich ausgestiegen. So. Was können wir denn? Ich habe hier nämlich was aufgesammelt. Wir gucken jetzt mal, ja? Also, Widowmaker. Kann ich jetzt Qualität? Ist Qualität SPS? Ich meine, Schaden pro Sekunde, wen juckt's? Oder so? Ich meine, klar macht eine Shotgun mehr. Ich mach mal den Preis. So rum. Das ist alles nicht so viel wert. Okay. Ach so, ja klar. Das waren die Schuss wieder mal. Alles gut. Okay, falsch rum. Entschuldigung. Klar, absteigend. Mir scusa. Also, die Hawk haben wir auch ausgerüstet. Die Ogu würde ich behalten. Präzisionsgewehr. Ich glaube, das Scharfschützengewehr ist langsam. Ich meine, das macht echt Schaden und ist echt gut und so. Aber Roscoe hat auch eine gute Reichweite. Guten Schaden meine ich, Entschuldigung. Scharfschützengewehr. Power Scharfschützen. Ich weiß halt nicht, was 5 Plus und was ikonisch ist. Ich glaube aber, ikonisch ist halt besser, ne? Ich verkaufe alles, was nicht ikonisch ist. Ich werde damit klarkommen. Hoffe ich. So. Achso, Junk verkaufen könnte ich auch mal machen. Ich bin einfach reich. Easy. Okay, ich würde aber gern dahin gehen. Das passt alles. Mein Hund schnarcht im Hintergrund. Das ist sehr schön. Das macht also alles viel besser. Gut.
Dann auf zum Mod. Ende der Durchsage. Oh, ich habe die 400 HP geknackt. Oh nein. Hör doch auf. Uns geht's gut. Gar kein Problem. Oh, shit. Was ist los? Komm schon. Schon okay. Mir geht's gut. Setz dich. Kann ich helfen? Ganz ehrlich, ich gewöhne mich langsam dran. War das der Relic? Lange Geschichte, aber ja, wie eine feindliche Übernahme meines Gehirns. Sag mal, hast du diese Anfälle öfter? Ich zähle sie nicht wirklich, aber jeder könnte der Letzte sein. Wow, übel. Ach echt? Hab ständig den Tod im Nacken. Das Gefühl kenne ich. Was meinst du? Ich hab da nie drüber gesprochen. Die haben bloß versucht, mich umzubringen. Aber manchmal fühlt es sich an, als wäre es ihnen gelungen. Also rede ich mit einem Geist. Dieser Hinterhalt. Der vor 7 Jahren. Ja, ich weiß. Was genau ist damals passiert, Reed? Ich bin auf der Intensiv gelandet und habe gewartet, dass mich irgendein Arasaka-Killer erledigt. Ich wurde verraten. Von unseren Leuten. Der FIA. Naja, verraten. Ich war Teil eines Deals, eines Friedensangebots. Mein Kopf auf dem Silbertablett. Alles für einen Waffenstillstand. Frieden hat seinen Preis. Ich habe ihn bezahlt. Komm, ich will dir was zeigen. Verstehe. Du fühlst dich verantwortlich. Du bist der Kapitän. Songbird Teil deiner Besatzung. Auch wenn das Schiff untergeht, hole ich sie noch raus. Ganz egal, ob ich dabei selbst ertrinke. Gehen wir. Bitte ertrink nicht, ich mag dich. Dann mal runter. Wo geht's hin? Eine kleine Reise in die Vergangenheit. Zu altem Schrott. Ach so, ach, ich muss drücken. Klar, gar kein Problem. Ich fasse es immer noch nicht, dass Alex ihre Bar direkt über unserem alten Safehouse aufgemacht hat. Sie hatte immer einen seltsamen Sinn für Humor. Wo ist sie? Wartet sie unten? Sie wollte ein paar Sachen in der Stadt rausfinden. Wir sollen es uns gemütlich machen, bis sie wiederkommt. Hier war es 7 Jahre lang dunkel. Es werde Licht. Es wurde nicht so viel Licht. Das Ende jedes Krieges ist unschön. Jede Seite will aufräumen. Eine Autobombe jagte einen aus meinem Team hoch. Ein anderer wurde vergiftet. Der dritte bekam einen Kopfschuss beim Zigarettenkauf. Andere sind einfach spurlos verschwunden.
Jede Nacht warteten wir darauf, von Arasaka-Agenten erledigt zu werden. Ich musste mich entscheiden. Ich habe nicht aufgegeben. Ich dachte, wir hätten noch eine Chance. Es war mutig. Oder dumm. Oder beides. Vielleicht konnte ich es einfach nicht sein lassen. Warum liegt da Pizza? Oder vielleicht bin ich ein schlechter Verlierer. So oder so konnten wir damit noch ein paar Agenten retten. Der Preis dafür war ich. Tragische Geschichte. Tja, hab sie selbst geschrieben. Bei ernsthaften Spielen gibt es auch ernsthafte Konsequenzen. Schon komisch. Sie beauftragten ausgerechnet Songbird, mich zu erledigen. Moment. Ja. Sie hatte bestimmt keine Wahl. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ist auch egal. Ist passiert. Ich wollte die Stadt verlassen. Nach Hause. Songbird war noch hier. In diesem Raum sogar. Sie hat mich über Funk direkt in eine Falle geführt. Mich zu neutralisieren, das war ihr letzter Auftrag in Night City. Dann durfte sie nach Hause. Und jetzt willst du sie retten? Warum? Weil es das Richtige ist. Ich hatte genug Zeit, das unter dem Mikroskop zu betrachten. Beim Scharfstellen werden manche Sachen klarer und andere verschwimmen. Und irgendwann ist der ganze Scheiß drumherum egal und du siehst das Wichtige. Songbird gehört zu meinen Leuten. Das ändert sich nicht. Scheiße, Reed. Myers ist eine ganz andere Geschichte. Aber Songbird? Nein, ich habe nichts gegen sie. Warum Myers? Habe ich was verpasst? Nur Nostalgie. Also dann, fangen wir an. Ich habe Sliners Behauptung überprüft. Offenbar hatte er recht. Hab mir alte Dateien angesehen. Von Missionen, in die Somi involviert war. Die waren kaum zugänglich. Selbst für mich. Jeder einzelne davon. Die Black War. Genehmigung, Missionsbefehle. Alle von einer Person unterschrieben. Rosalind Myers. Will nicht in ihren Schoen stecken, wenn der Mist ans Licht kommt. Die NUSA ist ein kleines Land, regiert von einer Frau mit großen Ambitionen. Und die überstrahlen manchmal die Vernunft. Aber darüber müssen wir uns jetzt nicht den Kopf zerbrechen. Alex, was hast du für uns? Ein bisschen dies, ein bisschen das. Wir planen gleich. Sag mal, wie ziehst du dich gern schick an? Guck mich an. Ist doch egal. Ich mache eben, was nötig ist. Ob's mir gefällt oder nicht. Okay, du kleiner Griesgram. Ich habe rausgefunden, dass auf der Party ein großer Popstar auftritt. Und auf der Gästeliste steht alles, was Rang und Namen hat. Und ihr. Ihr macht euch schick und redet mit echten VIPs. Aber seid gewarnt. Das heißt nicht, dass die Sache leicht wird. Bereit für die Details, wie? Lass hören. Das Black Sapphire, der am schwersten bewachte Ort in Dogtown. Aber die Security ist nicht perfekt. Wie? Du musst durch ein überflutetes Tunnelsystem. Ich habe einen hochmodernen Taucheranzug für dich, der dir passen sollte. Was? Das Wasser ist vielleicht etwas supergiftig, also Vorsicht. Was ist mit Reed? Wollte ihn gerade erwähnen. Natürlich wird er auch dort sein. Wie das Hotel aussieht, weißt du ja. Kann man nicht verfehlen. Geflutete Tunnel. Hier, dort kommst du rein. Und jetzt pass auf. Am Ende erreichst du ein Terminal. Verlinkst dich, hackst die Kameras, sodass Reed sich reinschleichen kann. Ihr nehmt zwei Aufzüge nach oben. Hier. Sol öffnet einen Durchgang zu seiner Seite. Und ja, das ist der einzige Weg.
Der Bereich wird vielleicht schwer bewacht, also müsst ihr leise sein. Wir wissen nichts Genaueres. Seid kreativ. Improvisiert. Ihr trefft euch hier. Sobald ihr euch gefunden habt, macht ihr euch schick wie zum Abschlussball und geht rein. Drinnen trefft ihr dann Songbird. Alles klar? Also, wenn du von leise redest, ja? Also heißt es, ich soll lieber also Nahkampfwaffen nehmen und nicht schießen? Oder meinst du jetzt so richtig sneaky? Weil dann können wir es knicken. Wie? Ja, hör mir doch mal zu und antworte. Okay, wie kommen wir nochmal rein? Du schwimmst durch überflutete Tunnel. Dann lässt du Reed am anderen Ende rein. Wie klingt das? Kacke. Wie lasse ich Reed nochmal rein? Du schwimmst durch, verlinkst dich mit dem Terminal, hackst die Kameras, findest Reed und öffnest eine Tür. Dann nehmt ihr die Aufzüge hoch, Reed öffnet einen Weg zu seiner Seite, schleicht euch an den Wachen vorbei und dann schlendert ihr zur Party wie NC High Society. Hast du dir diesmal alles gemerkt? Nee, aber der Questlog bestimmt. Schwimmen, hoch, Terminal hacken, er macht Tür auf. Aufzüge, anziehen, Party. Nein? Naja, egal. Yep. Prima. Okay, zur Ausrüstung. Nimm dir ruhig Zeit und nimm alles mit, was nützlich sein kann. In der Kiste erwartet dich eine Überraschung. Okay. Waffe nehmen, ist das deine? Aha. Ah, leise schießen. Ja, das kann ich. Alles gut. Ist das deine Waffe? Natürlich. Ihre Majestät kann ihren nächsten Einsatz kaum erwarten. Es wäre mir eine Ehre. Her Majesty. Da fällt mir ein. Hans, was wollt ihr dafür, dass er uns geholfen hat? Er wollte die Strömungen ausloten, sehen, wie der Wind sich dreht. Hans profitiert nicht von Hansens Dominanz in Dogtown. Also will er die Lage etwas ausgleichen. Politik. Dieselbe Scheiße, egal wo du bist. Weißt du, ohne dich hätten wir keine Möglichkeit, ins Black Sapphire und zu Songbird zu kommen. Bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Ehrlich wie. Das war's? Alles bereit? Süß. Denke schon. Ich bleib noch kurz hier und treff dich dann dort. Was ein Netter. Hier stinkt's nach Erinnerungen. Süß. Etwas staubig, aber gut erhalten. Was machen wir damit, wenn ich an der Riviera bin? Sperrst du dich hier ein und befummelst die ganze alte Tech, bis deine Eier vertrocknen? Was? Wir fackeln das eher alles ab. Und kommen nie wieder. Ha, der Plan gefällt mir. Ach, ich mag Reed. Okay, also... Genau das würde ich gern mal machen. Ich würde auch gern endlich mal von Angelica White? Wellen meine ich natürlich. Alpha-Bitch. Ja, ich will auch eine Alpha-Bitch sein. Naja, ich werde auf jeden Fall das machen. Das ist ja der Auftrag von Hans, Lina Marlina. Gut. Wir machen erstmal das. Erstmal die kleinen Fische. So. Kann man jemand den Müll aus den Aufzügen nehmen? Das ist ja schrecklich. Oh, hallo. Du bist aber hübsch. Oh. Vielleicht sollte ich die Tür auch öffnen. Okay, das ist der erste lange Rock, den ich gesehen habe. Naja. Dann gehen wir jetzt mal zu... Obwohl, die ist ja da nicht. Angeblich. Okay, wo ist mein Auto? Kümmer dich gut um Her Majesty. Klar. Hä? Welche Knarre?
Wir haben unseren Dienst gemeinsam begonnen, Her Majesty und ich. Wir haben gemeinsam das erste Mal ein Leben genommen. Und dann haben wir uns immer umeinander gekümmert. Aber in den letzten 7 Jahren war das eine etwas einseitige Beziehung und sie ist bereit, ihren Dienst wieder aufzunehmen. Eine Königin geht schließlich nicht in den Ruhestand. Das erste Mal, wenn man jemanden tötet, das vergisst man nicht, stimmt's? Ich war 18 auf meiner ersten Mission. Irgendein Typ wollte mich aufhalten. Einfach irgendein Schläger. Reed sagte mir damals, du darfst ihn nicht als Person sehen, sondern als Hindernis, das du überwinden musst. Und das war's dann. Arasaka, Handelsvertreter 27, geschieden, ein Kind. Hab ihn dabei erwischt, wie er für Petrochem spioniert hat. Dann ist er in der Dusche ausgerutscht. Ich wurde befördert, hab einen neuen Arbeitsplatz bekommen und man hat mir versprochen, dass ich mir so schnell nicht wieder die Hände schmutzig machen muss. Aber wir haben keine Zeit, um in Erinnerungen zu schwelgen. Außerdem hast du bestimmt schon zig solcher Geschichten gehört. Mir läuft die Zeit davon und ich muss mich um das hier und jetzt kümmern. Richtig, tschüss. Was ist mit dem Auto? Du bist geliefert. Warte mal, ich habe keine... Ich kann nicht. Ich fahre einfach. Was sagst du? Scheiße! Die Drohnen hatten recht. Du bist es wirklich. Ich kann nicht fahren. Kapitan, trackst du mich? Hier in Dogtown? Nein, doch nicht dich, sondern den Magen. Bring mir das Baby, dann erkläre ich dir alles. Ich würde gern, ich kann nicht. Ich kann wirklich nicht. Ich kann nicht gerade ausfahren. Ja, das ist jetzt blöd, ne? Leute, ich kann wirklich gerade nicht. Ich glaube, wir machen das mal ganz einfach. Oh, das ist mein Auto. Ich meine, jetzt kann ich wenigstens die Waffe wieder nehmen. Ich glaube, ich bin einfach zu nah da dran. Ja, und jetzt geht's wieder nicht mehr. Okay. Lass mich die Waffe nehmen. Was geht da eigentlich ab? Wow. Okay. Jetzt sollte das Ganze aber schon einfacher sein. Wo ist so der Ball her? Ich kann nicht fahren. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich werde ausgestiegen. Es geht nicht. Warum? Okay, rückwärts. Okay, und jetzt? Da werde ich auch ausge... Es geht nicht. Was ist, wenn ich rückwärts rausfahre? Ich habe eine Idee, kann ich da durch? Da dürfte doch niemand was dagegen haben, oder? Oh, hier geht's. Oh, das war aber... Aua, das war eine Herausforderung. Gut, dann scannt mal. Ich finde den Growl-Radiosender echt gut, weil er so eine richtig coole Mischung hat. Ich versuch's ja, ich will ja hier weg.
Wieso fahre ich eigentlich mit meiner Tastatur schon wieder? Wie geht das? Mein Auto ist schon fast kaputt. Oder hänge sie ab? Ich glaube, ich versuche mal mit dem Abhängen. Au! Wir haben Probleme. Okay, wisst ihr was? Oh. Wisst ihr was? Boom, tot. Sehr gut. Ich würde es nochmal versuchen, aber mein Auto ist leider sehr lediert. Ich bin froh, dass es gespeichert hat, wie kaputt das Auto war. Das wäre sonst echt traurig. Ich habe mich leider ein bisschen verfahren gerade. Aber ich habe meine Tastatur gewechselt. Also zu Tastatur gewechselt, meine ich. Hör doch auf zu nerven! Kilometer, wie soll ich das schaffen? Ich hab keine Chance gegen die alle. Ich kann nur hoffen, die Soto erledigen. Lass das Auto in Ruhe! Das ist fast kaputt! Weiter! Hallo? Jetzt warte mal, ich lade nach. Was soll der Bus?
So, können wir dann jetzt wieder fahren? Bitte lass mein Auto heil, ja? Danke. Also den Fahrkünsten hier von den NPCs kann man nicht so gut trauen. Bist du mein Auto? Du bist mein Auto, richtig? Ich steig mal ein. Meine Abenteuern. Bitte noch mehr überleben wir nicht. Bin da. Ist noch fast ganz heil. Und? Guter Zustand, sagst du, oder? Hi. Hey. Hast du das Teil mal gescannt? Schrott. Sieht gut aus, ist aber nutzlos. Bei dir ist es immerhin andersrum. Was? Was? Ah, chill mal, war nur Spaß. Los, steig ein. Bei dem beschissenen Wetter friert mir sonst noch der Schwanz ab. Oh. Krieg ich das Auto? Boah. Beleidigst du alle Leute, die dir einen Gefallen tun? Nee. Ich zeig ihnen nur gern, wer der Chef im Ring ist. Schieß los, Cap. Was ist dein Plan mit den Karren? Du bist ein Speed-Junkie, hm? Ich auch. Also erstens, die Karre, die du gebracht hast, ist in einem üblen Zustand. Jeder Kratzer kostet mich Geld, okay? Zweitens, ich verkaufe sie. Drittens, in Dogtown gibt es jede Menge Chancen. Und viertens, das ist kein Plan, sondern kreative Arbeit. Sei froh, dass du nur für jeden Kratzer zahlst, weil ganz ehrlich, so viel ist nicht übrig, was zerkratzt sein kann. Sei froh, dass ich sie so kaputt gefahren habe, ne? Viele Kratzer musst du nicht mehr heil machen. Ja, beruhig dich. Elektronikprobleme hängen bei Mizutani Shion MZ2 häufig mit dem Bordcomputer zusammen. Soll ich's mir mal ansehen? Wow, 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 mach mal halt irgendwie. Es gibt Dinge, an die lasse ich niemanden ran. Dazu gehören meine Klamotten, meine Frisur und du ahnst es, meine Autos. Was wollten diese Verkehrshindernisse von mir? Sixth Street? Nur eine Meinungsverschiedenheit. Daran wirst du dich gewöhnen müssen, wenn du für mich arbeitest. Ich nenne die Dinge gern beim Namen, Cap. Dein Getue kannst du dir also sparen. Okay, okay, chill mal. Wir müssen uns nicht mögen, um die Eddies einzusacken. Pass mal ganz genau auf. Ich hab da so eine Gabe. Sagen wir, einen sechsten Sinn. Ich spüre es, wenn eine Karre einen neuen Besitzer braucht. Manchmal schlägt mein Radar in Dogtown aus, manchmal in Night City. Klar. Und dein sechster Sinn sagt dir, ich soll die Karren zu so einem Chop-Shop bringen? Oh. Chop-Shop? Ich bitte dich. Du bringst mir Karren, wir machen Kohle. Das Ganze ist natürlich Teil eines größeren Plans. Sieh an. Wurde es verfolgt, was? Glaube ich nicht, nein. Doch, habe ich gehört, das hat Chill mal, das ist meine Hut. Ich red mal mit denen. Hallo. CCD, ihr Wichser. Was? Sind eure Hackfressen auch registriert und angemeldet? Das glaube ich ja jetzt wohl nicht. Holen Sie ihn gern mal in die andere Richtung. Solltest du auch besser machen. Oh, wie schlagfertig. Trainierst deine Leute gut, Cap. Bist du des Wahnsinns, Daniels? Kommst du in Uniform, um eine geklaute Karre abzuholen?
Das ist auch meine Hut, Muammar. Hey, besorg mir mal ein Villefort Alvarado für meinen Chef. Ich bekomme dafür die Tech für unseren Plan. Nicht zu fassen. El Capitan besticht die Bullen? Ich bin schockiert. Gibt es hier noch ehrliche Cops? Nicht mehr viele. Denen fehlt die nötige Weitsicht, wenn du verstehst, was ich meine. Nova, danke für die Ads. Die Registrierung ist auf dem Weg. Siehst du? So läuft das, Biss. Komm, es regnet nicht mehr. Kann ich das Auto trotzdem bekommen? Das war einer meiner... Nee, lass mal. Hunden. Spam. Wie sieht's aus? Machst du mit? Was genau ist das für ein Plan? Fahr für mich und du findest es bald raus. Also, machst du jetzt mit oder nicht? Ich war sowieso die ganze Zeit rum. Da kann ich auch das ein oder andere aufgabeln. Aber lohnt sich das wirklich für mich? Ach, komm. El Capitan sorgt für dich. Ich besorg dir Jobs und du sahnst fett ab. Das nenne ich mal Win-Win. Ich nehme dich beim Wort. Mach das. Mal sehen, was der Morgen bringt. El Capitan meldet sich bei dir. Muammar schickt dir jetzt Koordinaten für Fahrzeugaufträge in der Nähe, die mit einem, Lenkrad-Symbol markiert sind. Sobald du das gewünschte Fahrzeug in deinen Besitz gebracht hast, sagt dir der Fixer, wo du es abliefern sollst. Um die Lieferung abzuschließen, musst du zuerst alle Verfolger loswerden. Warte nicht zu lange, bevor du die Mission annimmst. Das Fahrzeug verschwindet nach einer gewissen Zeit. Falls das passiert, schickt dir Muammar aber nach einer Weile einfach eine neue Mission. Das Auto hätte ich gern. Krieg ich das? Bitte? Nein? Naja, gut, dann nicht.